Ästhetik, Kraft, Schnelligkeit. Turmspringen bedeutet absolute Körperkontrolle. Die internationale Hallen-DM in Berlin ist Treffpunkt der deutschen Turmsprungelite. Im Europasportpark stellten Springer ihr Können unter Beweis und bereiteten sich auf die kommende Saison vor. Also insgesamt sind über 60 Starter, ja, und wir machen alle Disziplinen 1 Meter, 3 Meter, Turm, Synchronspringen 3 Meter als auch Turm. Bewertet wird natürlich die Gesamtausführung des Sprungs, Haltung und Ästhetik. Aber auch der Schwierigkeitsgrad und die Sprunghöhe und Schnelligkeit fließen mit in die Wertung ein. Ist man zu nah am Beckenrand, gibt es Abzüge wegen gefährlichen Springens. Stimmt alles miteinander überein, gibt es vom Wertungsrichter die Höchstpunktzahl 10 Punkte. Gewinner im 3-Meter-Kunstspringen der Frauen wurde Nora Subczynski vom Berliner TSC. Mit 321,3 Punkten konnte sie ihren insgesamt 33. nationalen Titel einfahren. Diese paar Sekunden freien Fall, die man hat, was man in dieser Zeit alles machen kann und dann halt auch diese ganzen Wettkämpfe, die man leben kann, das ist einfach alles sehr faszinierend. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will. Sascha Klein ist seiner Favoritenrolle beim Turmspringen gerecht geworden. Der Springer aus Dresden siegte vor dem Leipziger Dominik Stein mit 501,65 Punkten. Es geht über Glücksgefühle, Adrenalin, Spannungsgefühle. Also es ist eigentlich alles in einen Topf gewürfelt, dreimal geschüttelt und alles. Also es ist ein Haufen von Mixgefühlen, was dabei entsteht. Ja. Eine Woche nach der Deutschen Meisterschaft findet in Rostock der 60. Internationale Springertag statt. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt also nicht.